Anfang November erhielten die Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Metallbaupreises und des Feinwerkmechanikpreises 2022 in Kaufering ihre Trophäen. Sie selbst stellten in kurzen Videos ihre filmreifen Leistungen vor, die sie getreu dem Motto des Wettbewerbs klug geplant und perfekt gebaut hatten. Die Gewinner in den 6 Kategorien des Deutschen Metallbaupreises sind Metallart Treppen für die Wendeltreppe mit Glasgeländern im höchsten Gebäude der Schweiz. Oftmals unterschätzt man sich selbst. Es sind auch die kleineren Projekte, die in sich einfach eine Riesenkomplexität haben, die nicht jeder eben machen kann. Und wir sollten es auch nach außen in die Welt tragen über den Metallbaupreis, was wir hier in Deutschland immer noch für Know-how haben und das Made in Germany immer noch Made in Germany ist. Schindler Fenster und Fassaden für die Closed Cavity Fassade an einer Schule in Nürnberg. Als Gewinner des Metallbaupreises fühle ich mich sehr gut. Aber nicht nur ich, auch unsere Belegschaft, unsere Mitarbeiter. Weil das ist vor allem für Sie die größte Anerkennung. Wir haben den das erste Mal gewonnen. Ich freue mich riesig darüber. Bärtel Stahl und Metallbau für die Sicherheitszufahrt am Eurotower in Frankfurt. Für mich ist das Besondere am Metallbaupreis, dass er von Kollegen ausgewählt wird, von erfahrenen Jurymitgliedern, die wirklich einschätzen können, was eine gute Leistung ist. Metallbau Windeck für das Roofstahl-Glasdach in Berlin. Der Preis für mich bedeutet eine Wertschätzung meiner Arbeit, unseres Unternehmens und natürlich auch ein Ansporn für die Zukunft, nicht stehen zu bleiben, dort weiterzumachen und nahtlos anzuknüpfen und vielleicht den nächsten Preis zu gewinnen. Metallgestaltung Hans-Jörg Bender für die Innenraumgestaltung der Abteikirche Tholey sowie die Firma Biedenkapp Stahlbau für die Baumschwebebahn in Bad Harzburg. Das dritte Mal den Preis zu gewinnen, das ist mindestens so schön wie das erste oder das zweite Mal. Es verbindet mich oder uns als Firma mit unheimlich viel Stolz erneut hier auf der Bühne vor der versammelten Mannschaft zu stehen. Den Feinwerkmechanikpreis gewann das Unternehmen Großteile Blank für den Lagerring mit Zahnkranz am ELT, dem größten Teleskop der Erde. Es ist einfach ein tolles Gefühl, sowas zu zeigen, so eine Trophäe zu bekommen. Ja. Einfach mal mit seiner Arbeit, die doch eher in der Nische stattfindet, auf der großen Bühne ein Publikum zu haben. Ja. Das ist, war ein tolles Gefühl. Einmal jährlich zeichnet die Fachzeitschrift M&T herausragende Objekte und Innovationen im Metallhandwerk aus. Informationen erhalten Sie unter www.metallbaupreis.de.